Guild F40, ein Monsterinstrument, was die Größe und das Klangvolumen betrifft. Und damit herzlich willkommen hier bei der Akustikgitarre 6 2023. Guild-Gitarren kenne ich eigentlich aus der Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da kam diese Marke auf und hat viele verblüfft. Bekannt waren eigentlich nur die Marken Martin und Gibson, damals bei uns jedenfalls in Deutschland. Und diese Marke Guild war wirklich ernst zu nehmen, damals schon und heute auch wieder. In der Zwischenzeit hat die Firma oft den Besitzer, glaube ich, gewechselt. Besitzer weiß ich nicht, auf jeden Fall, die Herstellung war zwischendurch in Billiglohnländern und ist jetzt wieder in den USA. Und die Gitarre überrascht mich, muss ich sagen. Sie hat ein äußerst großes Klangvolumen. Sie überrascht mich natürlich auch durch die Wucht. Ich kannte damals in den 70er Jahren eigentlich als Jumbo-Modell eher die Gitarre von Gibson, wie sie auch Reverend Gary Davis spielte. Und ja, ansonsten waren es eher zumindest für Fingerpicker eher die kleineren OM-Modelle oder Grand Concert, sowas in dieser Richtung. Jumbo ist schon was Spezielles und was aus dieser Gitarre rauskommt, ist enorm. Besonders der Bass, aber ich kann auch nicht mal sagen, dass die Gitarre basslastig ist. Sie hat einen äußerst starken, enormen Bass. Aber auch die mittleren Frequenzen sind gut vertreten, also die Frequenzen um die 800 bis 1000 Hertz, diese Töne, die Mitten sehr durchsetzungsfähig machen. Und in den Höhen hat sie nicht so ganz diese britzligen Höhen, diese britzligen Obertöne, mit denen ich persönlich auch nicht viel anfangen kann, sondern sie hat schöne, kräftige Höhen. Und wie gesagt, unglaubliches Volumen und Reserven. Ich habe jetzt mit Fingerpicks gespielt. Und wenn ich mal jetzt ohne meine Picks spiele, dann klingt es deutlich weicher, nicht mehr so laut, aber... Kommt auch schon eine ganze Menge raus, finde ich. Wobei man die Dynamik nicht unbedingt bei Studioaufnahmen beurteilen kann, denn bei diesen Aufnahmen ist die Dynamik sehr begrenzt nach oben hin. Da muss man also so ein Instrument schon mal in der Hand haben. Auch Strumming geht sehr gut. Ich habe jetzt kein Plektrum, weil ich gar keins besitze. Ich könnte eins auftreiben, würde aber nicht viel nützen, weil mir die Dinger immer aus der Hand fliegen. Ich mache das so mit den Fingern. Und da entwickelt sie wirklich ihre Stärken. Dazu kommt, ich glaube, sie ist für Strumming hauptsächlich konzipiert, denn die Weite am Sattel ist mit 43 mm äußerst gering. Also für Fingerpicker oder Fingerstyle-Gitarristen da haben wir es meistens mit 45, 46, 47 mm zu tun. Hier mit 43, das ist so die typische Weite für Dreadnought-Gitarren, die hauptsächlich ja mit dem Plektrum gespielt werden, wo es mehr auf das Akkordspiel ankommt. Und auch der Bass spricht dafür. Früher waren ja diese typischen Instrumente wie die Martin D28, wurde ja eigentlich konzipiert, wenn man in der Band ohne Bass spielte. Und die hat auch sehr viel Bass, aber hier merkt man es halt auch. Also ein Instrument, was sehr interessant ist, finde ich. Gucken wir uns mal die Hölzer an. Wir haben es hier mit
einer schönen, gleichmäßig gemaserten Sitka-Fichtendecke zu tun. Alle Hölzer sind massiv bei dieser Gitarre. Also eine schöne Sitka-Fichtendecke. Was sehen wir hier? Einlagen rund ums Schallloch, um den Korpusrand sowie das Binding. Das sind Kunststoffeinlagen, schwarz-weiß, wie wir es auch von anderen Firmen gewohnt sind. Boden und Sagen aus Mahagoni, gefärbt, dunkel gefärbtes Mahagoni. Dann haben wir einen Hals, der ist auch aus Mahagoni gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er einteilig ist. Es kann sein, dass er angesetzt ist. Spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Auch der Hals ist gefärbt, dunkel gefärbt. Dazu kommt Griffbrett und Steg aus Palisander. Die Mechaniken sind, das sind offene Mechaniken, sind keine Waverly-Mechaniken, aber nachgemacht. Also sehen aus wie Waverly, aber es fehlt das Waverly-Logo da drin, deswegen weiß man nicht genau, was für Mechaniken es sind. Dann haben wir Kopfplatte, schwarze Kopfplatte, könnte Ebenholz sein. Und aus Perlmutt das Guild-Logo oben eingelegt. Weiße Dots im Griffbrett. Die Gitarre ist sehr schlicht gebaut. Schlicht, das meine ich nicht minderwertig, sondern alles, alle Verzierungen, alles, was heutzutage viel gemacht wird, ist weggelassen, reduziert auf das Wesentliche. Und das kommt der Gitarre auch zugute, finde ich. Schlichte Gitarre, die mordsmäßig laut klingt und gut klingt. Vom Spielgefühl her. Der 43er Hals stört mich ein bisschen, es geht gerade noch so. Werksmäßig ist die Saitenlage ein bisschen sehr hoch eingestellt, was vielleicht für Strumming gut ist. Aber für mich wäre das ein bisschen zu hoch. Es geht trotzdem noch. Sie ist trotzdem noch gut spielbar, würde ich sagen. Und mich regt so eine Gitarre immer ein bisschen an, wirklich auch amerikanische Sachen zu spielen. Was ganz gut geht, finde ich, auch mit der 43er Halsweite, die Sachen, wie Mississippi John Hurt sie gespielt hat. Also dieses ganze Country Blues Zeug und Artverwandtes, auch Folk wäre sehr gut. Man hört auch, die ist ziemlich ausgewogen im Klang. Es kann sein, dass nicht alles so durch die Mikrofone rüberkommt. Wenn ich die Gitarre jetzt mal tiefer stimme, da entwickelt sie noch mal etwas. Kräftigen, tiefen Bass. Man merkt das so am Körper, wie die Gitarre schnurrt. Tolle.
tolle Abwechslung, finde ich. Schön, ist schön zu spielen. Wie gesagt, die Seitenlage wäre mir ein bisschen zu hoch als Fingerstyle-Gitarrist. Wenn ich die Seitenlage allerdings jetzt auf meine Maße runter reduzieren würde, dann hätte ich hier nicht mehr viel Abstand von der Decke. Also das wäre zu überlegen, ob man das macht. Die Gitarre ist insgesamt sehr, sehr sauber verarbeitet, gut gemacht, ein wirklich schönes Instrument, finde ich. Und für jemanden, der auf große Instrumente steht, auf großes Klangvolumen, auf einen fetten Bass, der ein richtig gutes Fundament macht, der ist mit dieser Guild F40 sehr gut aufgehoben, finde ich. Also ein gutes Instrument, was auch noch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also es sind zwar keine außergewöhnlich teuren Hölzer, aber alles ist massiv. Alles ist sauber gefertigt, gut gemacht und kostet inklusive Koffer, ein schöner Holzkoffer mit sogar noch mit einem Befeuchter drin, der eingebaut ist im Koffer. Kostet die Gitarre knapp unter 2500 Euro und das ist heutzutage, finde ich, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Gitarre, die in Amerika gemacht ist. Wir finden sowas aus Billiglohnländern halt öfter, aber eine Gitarre, die in Amerika gefertigt ist, kostet normalerweise mehr und ich finde, das ist eine klare Kaufempfehlung von mir aus.